Süßkartoffeln aus Niedersachsen. Bis jetzt eine absolute Seltenheit. Wir wissen nicht, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist, was das für ein Zeichen ist. Es ist Pionierarbeit mit einer tropischen Pflanze. Wenn wir jetzt hier einmal ein bisschen tiefer stechen, ich denke, das kann schon der Unterschied zwischen gut und böse sein. Komm mal her, alle Mann! Ein Experiment mit vielen Überraschungen. Diese drei Landwirte haben es gewagt. Ende September. Auf diesem Feld im Landkreis Gifhorn wachsen Süßkartoffeln. Eine Rarität in Norddeutschland. Bis jetzt hat sich kaum einer getraut, das ursprünglich aus den Tropen stammende Gemüse im kühlen Norden anzubauen. Ernst Lütje möchte das gemeinsam mit Ulrich Behrens und einem dritten Landwirt ändern. Ernst, hallo. Na, wie klappt's? Ja, geht so, ne? Einigermaßen gut. Und das baut ganz gut ab. Ja, man muss doll aufpassen, ne? Ja. Zu tief geht nicht, zu flach geht auch nicht. Der große Moment für die beiden Pioniere. Zum ersten Mal in diesem Jahr wollen sie sehen, ob und wie die ursprünglich tropische Pflanze gewachsen ist. Im Mai hatten sie 80.000 Setzlinge gepflanzt. Jo, schön, die ist gut. Ja. Und hier tritt noch Stärke raus, ne? Es könnte ruhig eine mehr sein oder zwei, ne? Aber das scheint dies ja so das Phänomen zu sein, dass anders als letztes Jahr die relativ lange benötigen, um zu wachsen. Ne? Also im letzten Jahr waren wir um diese Zeit schon fertig. Die sitzen vielleicht auch noch ein bisschen tiefer. Ja. In diesem Jahr, dass sie zum Wasser hingewachsen sind in der Trockenheit. Hier ist noch. Ist jetzt abgebrochen. Wir haben auch Probleme dieses Jahr mit Mäusen. Das, wenn man hier gräbt, man findet unheimlich viele Mäusegänge. Das ist wohl so, dass die Süßkartoffel den Mäusen auch sehr gut schmeckt. Ja, die sind vielleicht auch tiefer. Ja, die sitzen tiefer. Die Deutschen wollen immer mehr davon. Hier kann man noch sehen, hier tritt die Stärke aus. Das heißt, eben gerade ist das Kraut abgeschlagen und sie blutet hier sozusagen. Das wird in einer Woche auch nicht mehr so der Fall sein. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Wir bauen das zweite Jahr Süßkartoffeln an. Wir wissen nicht, ob das jetzt gut ist oder ob das schlecht ist, was das für ein Zeichen ist. Das ist spannend. Also wir müssen die erstmal aus der Erde holen, roden. Und dann können wir mehr sehen. Also ich vermag da keine Schätzung abzugeben, ob das eine gute Ernte wird oder keine gute Ernte. Gut, ich muss weiter zum Roden. Mach's gut. Jo, tschüss. In 5 Tagen soll die Süßkartoffel geerntet werden. Bis dahin ist Ernst noch mitten in der normalen Kartoffelernte. Eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit insofern, dass man endlich das ernten kann, was man das ganze Jahr über gehegt und gepflegt hat. Und es ist natürlich aber auch sehr stressig. Die Süßkartoffeln bauen sie auf gerade mal 2 Hektar an. Kartoffeln stehen dagegen auf 90 Hektar. Aktuell rodet Ernst Lütje jeden Tag. Jetzt ist Schichtwechsel. Seit 3 Wochen läuft die Ernte schon. Eigentlich möchte er fertig sein, bevor sie mit der Süßkartoffel anfangen. Hallo, moin. Na? Alles gut? Jo. Schön. Dann nimm mal deine Tasche noch mit. Okay. Den Hof hat Ernst Lütje von seinen Eltern übernommen. Betreibt heute eine Gesellschaft gemeinsam mit den beiden anderen Landwirten. Letztes Jahr kam dann die Idee mit den Süßkartoffeln. Wir sind angesprochen worden von einem Supermarktbetreiber, ob wir nicht Süßkartoffeln anbauen könnten. Die sind ja oft sehr weit gefahren, kommen eigentlich aus Amerika, bestenfalls vielleicht aus Portugal. Und die Süßkartoffel ist ja alles andere, bloß nicht regional. Gemeinsam entschlossen sich die drei, das Projekt zu starten. Es ist natürlich so, dass die Süßkartoffeln ein Trendprodukt ist. Und von daher natürlich
wir da auf den Trend setzen. Und es ist natürlich auch immer gut, wenn man ein zweites Produkt im Markt hat oder vielleicht einen zweiten Marktplatz dort hat. Und eben auch die Suche nach Alternativen in der Landwirtschaft. Ich sag mal, Getreideanbau, Zuckerrübenanbau, das sieht eben nicht so rosig aus. Ne? 2 Kilometer weiter auf dem Süßkartoffelacker. Der zweite Pionier, Ulrich Behrens, häckselt die Blätter. Er hofft, dass dadurch die empfindliche Schale bis zur Ernte härter wird. Doch ob es wirklich hilft, weiß er nicht. Nur rund ein Dutzend Landwirte testen den Anbau in Niedersachsen. Der Anbau ist, ja, das ist was Besonderes. Also es gibt keine Standardtechnik oder Standardmaschinen oder Standardverfahren, was richtig sein könnte. Die Amerikaner, die sind da mit Sicherheit weiter. Aber so weit sind wir noch nicht. Also wir nutzen einen Entschloter von der Zwiebeltechnik und roden die nachher mit Kartoffeltechnik. Also wir sind quasi so die Pioniere und probieren selber aus, wie es am besten funktionieren kann. Noch wissen sie nicht, wie gut die Ernte in diesem Jahr wird. Die Süßkartoffel gehört zu den Windengewächsen. Biologisch gesehen ist sie also gar keine Kartoffel. Und somit ist auch der Anbau für die Landwirte etwas Außergewöhnliches. Die Theorie ist, wenn man das Kraut häckselt und die Süßkartoffel dann noch eine Woche lang in der Erde sitzen lässt oder ein paar Tage, dass die Schale etwas fester wird. Die ist extrem empfindlich, sodass man die vom bloßen Berühren eigentlich schon kaputt kriegen kann. Und deswegen häckseln wir die, lassen die noch ein paar Tage sitzen und roden die nicht sofort. Aber das Kraut muss auf jeden Fall vorher runter. Jetzt mit Uli mit. 5 Tage später. Jetzt wollen sie sehen, ob das Häckseln etwas gebracht hat. Aber es gibt ein Problem. Es regnet seit 2 Tagen. Sie können nicht ernten. Und es droht auch noch Kälte. Genau, einer rechts, links. Fassen wir auseinander das Ganze. Genau. Oder wollen wir die erst gerade runterlegen? Die Süßkartoffelpioniere müssen improvisieren. Jo. So ist gut. Also wir haben da gestern drüber beratschlagt, was denn in den nächsten Tagen passiert. Das soll nachts jetzt auf 3 Grad runtergehen, die Temperaturen. Und wir haben aus der Erfahrung aus dem letzten Jahr, was jedenfalls das Lagern der Süßkartoffeln angeht, gemerkt, dass es eben Probleme im Lager gibt, wenn die Süßkartoffeln unter 10 Grad gelagert werden. Und jetzt haben wir halt ein bisschen Sorge, wir haben eben 10 Grad Bodentemperatur, dass es in den nächsten Tagen dann unter diese 10 Grad kommt und dass die Süßkartoffeln, die weiter oben stehen, dass die eben Schaden nehmen. Das Vlies benutzt Ernst sonst, um die Frühkartoffeln vor Frost im Frühjahr zu schützen. Eine Notlösung. Und vielleicht bringt es ja auch nichts, also dass es auch anders gegangen wäre. Also wir werden das auf jeden Fall probieren, dass wir Temperaturen messen unter der Folie und ohne Folie und dass wir auch vielleicht Erfahrung damit sammeln. Aber so gehen wir erstmal auf Nummer sicher. Jedenfalls das, was wir machen können, machen wir. Schon jetzt ernten, bevor die Kälte kommt, können sie auch nicht. Es ist einfach zu nass. Sie müssen sich auf das Schlimmste vorbereiten. Die komplette Ernte ist in Gefahr. Nee, nur abwickeln. Nicht. Ja, das ist aber scheiße. Ja, also wir würden eigentlich jetzt eher die Zeit nutzen wollen, Süßkartoffeln zu roden, anstatt sie abzudecken. Aber jetzt beginnt es gerade wieder zu nieseln und eigentlich muss es trocken sein, wenn wir sie roden. Ernsts Hoffnung, das Vlies soll die Süßkartoffeln zumindest vor der Kälte schützen und so verhindern, dass sie später im Lager anfangen zu faulen. 1 Kilometer weiter. Der Hof von Jochen und Tina Gauss. Jochen ist der dritte Pionier und vor allem für die Verwaltung zuständig. Für die Süßkartoffeln bauen sie auf ihrem Hof einen alten Schweinestall um zum Süßkartoffellager. Das ist immer noch ein Projekt, weil das noch kein richtiger Betriebszweig ist, also vom Umfang her, aber das ist ganz zukunftsweisend für uns und wir wollen das ausbauen. Ne? Also. Heute wird Beton für das Lager angeliefert. Eigentlich sollte es schon längst fertig sein, denn hier sollen schon in wenigen Tagen kistenweise Süßkartoffeln lagern. Soll da hinten eigentlich noch Folie oder sowas unter den Schlauch gelegt werden?
Das verkleckert nichts dann. Ja, kleckert eigentlich nichts, nein. Süßkartoffeln sind mehrere Monate haltbar. Nur wenn sie zu kalt werden, fangen sie an zu faulen. Im normalen Kartoffellager können die drei Landwirte sie deswegen nicht unterbringen. Also eine Kartoffel will eigentlich bei 4, 5 Grad, vielleicht auch 6 Grad gelagert werden, damit sie nicht in Keimschimmung kommt und nicht so viel Feuchtigkeit verliert. Und eine Süßkartoffel, das ist eigentlich anders, die möchte gerne warm gelagert werden, 10 bis 14 Grad. Sie können das Lager erst nutzen, wenn der Beton fest ist, die Zeit drängt. Die drei Landwirte wohnen nur wenige Kilometer auseinander. Ein Dorf weiter liegt der Hof von Ernst Lütje. Auch hier laufen die Vorbereitungen für die Süßkartoffelernte. Sobald das Wetter mitspielt, wollen sie anfangen. Ernst improvisiert und baut den Schwartleger um. Mit der Maschine holt er sonst die normalen Kartoffeln aus der Erde. Jetzt nutzt er sie für die Süßkartoffeln. Hinten muss die Maschine breiter werden. Hier ändern wir praktisch eben gerade die Ablage. Diese Walzen sind eigentlich dafür gedacht, die Kartoffeln zusammenzuführen. Und wir möchten die Süßkartoffeln gerne auf ganzer Breite haben, weil das Zusammenführen würde sie zu sehr beschädigen. Und deshalb lassen wir sie praktisch auf ganzer Breite runterfallen. Und auch vorne muss er etwas ändern, denn spezielle Maschinen für die Ernte gibt es noch nicht. Hier haben wir praktisch zwei Schare zusammengeschweißt zu einem langen. Und in der Hoffnung, dass wir mit dem ganzen Schwattleger dann tief genug kommen, um praktisch alle Süßkartoffeln roden zu können. Weil dieses Jahr sitzen die deutlich tiefer als letztes Jahr. Warum auch immer. Wenn ich das schweißen würde, dann würde es nicht halten. Das hat Serge geschweißt. Der nächste Tag. Es hat die Nacht über wieder geregnet. Jetzt müssen sie aber roden, denn in den nächsten Nächten droht sogar Frost. Wir fahren jetzt hin und gucken, ob es geht. Ich denke mal, an den leichteren Ecken, also wo leichterer Boden ist, wo Sandboden ist, könnte es gehen. Es wird schwierig sein, die Erde abzusieben. Und wir werden die Süßkartoffeln dann etwas praktisch trocknen lassen in der Luft. Im letzten Jahr lief die Ernte ohne Probleme. Der trockene, warme Sommer war perfekt für die ursprünglich aus den Tropen stammende Pflanze. In diesem Jahr sieht es schlechter aus. Wenn der Boden gleich doch zu nass ist, müssen sie die Ernte abbrechen. Aber erst will Ernst sehen, ob zumindest das Vlies vor der drohenden Kälte schützen kann. Bodentemperatur sind wir hier bei. Na, was sagt er? Auch 11 Grad, 10, 11 Grad. Dann lass uns hier noch mal gucken. Ja, hier haben wir 13 Grad. Also das ist jetzt Boden, ne? Boden, ja, oder? Boden. Ja. Also haben wir 2 Grad, so schon Unterschied. Ja. Also eigentlich ist eben noch gar nichts kritisch. Kritisch ist es, wenn es heute Nacht, wie angesagt, wenn es da 3 Grad wird. Deswegen wollen sie schon jetzt möglichst viele Süßkartoffeln roden, trotz Nässe. Aber ob das klappt, ist ungewiss. Die Süßkartoffeln sind die Wurzeln der Windengewächse. 3 bis 5 Früchte entstehen je Pflanze. Je nach Nährstoffen und Wasser sind sie mal größer, mal kleiner. Jetzt müssen alle mit anpacken. Die drei Landwirte haben ihre Familien mit eingespannt. Denn bei der Ernte soll die empfindliche Schale der Süßkartoffeln möglichst wenig Schaden nehmen. Das Einsammeln geht daher bis jetzt nur per Hand. Pionierarbeit eben. Ihre Befürchtung hat sich bestätigt. Auch die niedersächsischen Mäuse lieben die tropischen Früchte. Eine richtig schöne Süßkartoffel.
Und am einen Ende hat die Maus da richtig sich satt gefressen. Und die lassen wir eben auf dem Acker liegen. Ne? Ja, das hatten wir auch schon beim letzten Mal. Da muss man doch immer noch drin suchen in den Haufen hier. Eigentlich ist es leichter Boden. Der sandet ganz schön ab oder siebt ganz schön ab. Wir sagen dazu absieben. Aber vielleicht müssen wir da noch einen Tag warten oder zwei. Das ist ja eine optimale eine Größe, die wir eigentlich haben wollen. Sag ich mal, das rundet das Ganze nach unten ab. Das wäre so die Größe, die vielleicht von der Vermarktung her im unteren Bereich noch geht. Und die ganz kleinen kann man sich, wir können uns noch schwer von trennen, aber eigentlich ist es keine Vermarktungsware mehr. Die bleiben dann teilweise auf dem Feld zurück. Die Umbauten am Schwadleger scheinen zu funktionieren. Doch immer wieder kommt er zum Stillstand. Beim Häckseln ist das meiste Kraut zwischen den Reihen liegen geblieben und das macht nun Probleme. Dolle grenzwertig. Mal gucken. Hier haben wir jetzt eben noch ein bisschen Last mit dem Kraut. Mal sehen. Nach einer Reihe steht fest, es ist einfach zu nass. Sie brechen ab. Die Landwirte fahren zurück zum Hof. Ursachenforschung. Warum ging das davor und jetzt ist... Ja, da wir haben, das Vlies ist ja immer zusammengefallen zwischen den Reihen. Und da läuft das Wasser hin. Läuft auf den Vlies. Da, wo es runter geht, ja. Tropft es durch, steht das Wasser und dann... Schade. Vielen Dank fest. Ja, das sagt der Lasse schon, dass es nicht geht. Ja, gut. Ich denke, wir... Wenn wir schon nicht richtig fahren können, dann geht's nicht. Also 7 würde fast sogar noch gehen, aber in den Fahrspuren, das geht nicht. Ja, aber damit ist es dann auch beschlossen und können uns auch nicht vorwerfen, dass wir jetzt nicht versucht. Gerade mal 3 Kisten haben sie heute geerntet. Viel weniger als erhofft. Sie sollen ja eigentlich zu Jochen ins Lager, ne? Das ist ja noch nicht fertig. Und ich habe bei mir auf dem Hof eine alte Werkstatt, die haben wir notdürftig leergeräumt. Da ist, ein Heizer drin mit einer Hackschnitzelheizung. Und den Raum heizen wir auf und da stellen wir die Kisten erstmal bei 30 Grad jetzt hin. Doch vorher gibt es Mittagessen. In der Erntezeit kommen alle auf dem Hof von Familie Lütje zusammen. Die 3 Landwirte kennen das von ihren Eltern. Schon als Kinder haben sie zusammen im Sandkasten gespielt, haben im Studium in einer WG gewohnt und sind jetzt Geschäftspartner. Man sieht sich halt einmal am Tag und kann miteinander sprechen, das ist ganz schön. Wobei wir ja nicht jeden Tag so wie heute zusammensetzen, aber an solchen Tagen, wo man dann gemeinsam arbeitet, ist es natürlich toll. Kurzes Durchatmen, dann geht es weiter. Die frisch geernteten Süßkartoffeln kommen ins provisorische Lager. Die Ernte hat sich schon jetzt um mehrere Wochen verzögert. Eigentlich wollten sie schon längst die ersten Supermärkte beliefert haben. Das Besondere bei den Süßkartoffeln, sie müssen nach der Ernte 10 Tage bei 30 Grad lagern. Danach reichen 10 bis 14 Grad. Ein paar wenige Süßkartoffeln haben sie schon vor 10 Tagen in den Wärmeraum gebracht. Schnell wieder zu. Die Hackschnitzelheizung hält den Raum auf konstant 30 Grad. Die Wärme soll die Schale fester machen. Jetzt versucht die Schale abzumachen. Auf dem Feld geht die unheimlich leicht ab. Aber jetzt, nachdem sie jetzt 10 Tage in der Wärme gestanden haben, sind sie ziemlich schalenfest geworden. Und das gibt uns auch so die Hoffnung, dass wir die auch vielleicht waschen können. Oder auch mechanisch bürsten können.
Auch hier läuft alles bisher per Hand. Maschinen wären eine Investition, würden sich nur lohnen, wenn die Temperaturen auch in den nächsten Jahren einen Anbau möglich machen. Vermutlich kommt das so ein bisschen durch diese Klimaveränderung oder durch die warmen Jahre, die wir jetzt hatten. Ich weiß nicht, wie die hier wachsen, wenn wir ein normal kühles Jahr haben. Dann sind die mit Sicherheit nicht so schön groß wie jetzt, ne? Am Nachmittag bringt Ernst die ersten Süßkartoffeln direkt in die Supermärkte. In einem Umkreis von rund 80 Kilometern, im Raum Gifhorn, verkaufen die drei ihre Ware. Vor allem in der Stadt ist die Nachfrage groß. Ja, die Kunden, die haben schon auf die Süßkartoffeln gewartet. Wir haben erste Anfragen schon vor 4-6 Wochen gehabt. Und jetzt sind sie umso glücklicher, dass die Süßkartoffeln endlich in den Regalen liegen. Wegen der großen Nachfrage haben die drei Landwirte in diesem Jahr ihre Anbaufläche von 1 auf 2 Hektar verdoppelt. Doch die meisten Süßkartoffeln werden immer noch aus Amerika oder Südeuropa importiert. Die Sorte mit der roten Schale eignet sich besonders für den kühleren Norden und macht den Anbau hier überhaupt erst möglich. Die Kunden suchen wirklich, wenn man besonders hier Gemüse und Obst sucht, immer möglichst regionale Lieferanten neuerdings. Also das hat sich jetzt der Trend stark durchgesetzt, dass halt verstärkt jetzt mehr auf Bioware oder Regionalität gesucht wird, also gesetzt wird. Und also wenn ich jetzt hier USA-Ware daneben packen würde, würden die meisten wirklich trotzdem hier zu sein, Kartoffeln kosten, also greifen, obwohl sie 1 Euro teurer wären. Die Süßkartoffel ist das drittbeliebteste Wurzelgemüse der Welt, direkt nach Kartoffeln und Maniok. Die Deutschen kaufen seit Jahren immer mehr Süßkartoffeln. Der Verzehr von normalen Kartoffeln geht hingegen zurück. Ich esse Süßkartoffeln schon sehr lange. Also ich mische das auch gerne mit anderen noch zusammen. Gibt es nochmal Kartoffelbrei mit Süßkartoffeln und anderen Kartoffeln. Was ganz Tolles. Süßkartoffelpommes gibt es. Es gibt so viel davon und die sind toll. Am nächsten Morgen. Zurück auf dem Süßkartoffelacker. Es soll ein paar trockene Tage geben. Das Vlies muss schnell runter, denn jetzt soll die Ernte endlich starten. Ja, warte, jetzt erst ein bisschen halten, dass das. Kevin, jetzt. Halt! Stopp! Die Folie ist gerissen. Ja, schon zu spät. Der Trecker kann sie nicht aufrollen. Ich weiß nicht genau, was du zusammengeknotet hast, aber weiß ich nicht. Jetzt ist es auseinander. Komm mal her, alle Mann! Nee, ist nicht richtig zusammengeknotet. Nee, das wird nichts. Hey, hopp! So, jetzt reicht's. Gut. So. Gut. Ja. Gut. Mit einem neuen Knoten geht es dann aber doch. Im Gegensatz zu Samstag sieht das ja heute bedeutend besser aus. Nee, das ist ein vielversprechender Tag heute. Mal gucken, wie es wird. Das einzige Problem, letzte Nacht hat es gefroren. 2 Reihen waren nicht mit Vlies bedeckt. Ein Versuch, denn die drei Landwirte wollten testen, was der Wärmeschutz bringt. Ernst misst zuerst die Temperatur bei den nicht abgedeckten Reihen. Ja, die hat 4 Grad. Das sehe ich schon als kritisch an. Und jetzt im Wurzelbereich haben wir 8 Grad. Und das kann jetzt, ich weiß es nicht, aber die Gefahr ist eben groß, dass das faul wird oben. Und dann messen sie die abgedeckten Reihen. Hier
Hier sind die Temperaturen zumindest zweistellig. Aber dann hat das Vlies ja locker 6-7 Grad gebracht. 7 vielleicht nicht, aber zwischen 4 und 6 bestimmt. Also je nachdem, wie tief man auch ist. Ja, dann waren es zwischen 4 und 6. Sieht gut aus. Erleichterung. Die Idee mit dem Vlies ist aufgegangen. Es hat die Süßkartoffeln warm gehalten. Eine wichtige Erfahrung für die nächsten Jahre. Langsam kommt die Ernte in Gang. Der Schwadleger funktioniert so, wie er soll. Und so langsam treffen alle Helfer ein. Ja, wir sind noch nicht vollzählig. Und die sind uns ja auch eben auf den Fersen. Und einsammeln. Auszubildende, Kinder und alle Mitarbeiter sind eingespannt. Die normale Kartoffelernte ist unterbrochen. Jetzt müssen sie das gute Wetter nutzen. Die Arbeit per Hand erinnert an die Anfänge der Kartoffelernte. Damals gab es auch dafür keine Maschinen, die wurden erst Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Eine erste Maschine für die Süßkartoffeln wurde in diesem Herbst auf der Landwirtschaftsmesse Agritechnica in Hannover vorgestellt. Doch noch ist zumindest hier alles Handarbeit. Mit 25 Leuten wollen sie in den nächsten 3 Tagen das komplette Feld abernten. Ich finde es schön, wenn sie auch mal was haben, wo sie mal mit anpacken können. Sie müssen ja jetzt nicht die ganze Zeit stumpf aufsammeln, aber es ist schön, wenn sie einfach mit dabei sind und ein bisschen mit rumspielen und so und einfach sehen, wo. Weil viele Kinder sehen ja gar nicht, was ihre Eltern so praktisch tun. Und den Vorteil haben unsere Kinder auf jeden Fall. Das Lager bei Jochen wird erst in ein paar Wochen fertig sein. Bis dahin müssen sie die Süßkartoffeln in Ulrichs Werkstatt unterbringen. Ich glaube schon, dass das noch mehr wird. Der Verbrauch steigt ja auch noch und da richten sich die Landwirte ja auch. Wenn es gut funktioniert, macht man mehr, bis der Markt gesättigt ist. Schauen wir mal, wie wir da mitmischen. Auch wenn vieles improvisiert ist, sind die 3 mit dem Experiment Süßkartoffel zufrieden, trotz der vielen Handarbeit. Ich glaube, das kommt hier auch so ein bisschen rüber, dass wir ein gutes Team haben. Aber wie doll man das strapazieren kann und darf, das steht auf einem anderen Blatt. So, dass wir auch wegkommen müssen von den vielen Arbeitsstunden. Ich glaube, wir machen es wieder. Also ich glaube schon. Ich glaube, man hat so ein bisschen Spaß dran. Und das ist ja auch, das macht wirklich Spaß. Also mit so vielen Leuten und man sitzt nicht alleine auf dem Trecker. Und es ist schon, ich bin also nächstes Jahr gerne wieder. Am Ende haben sie 70 Tonnen der ursprünglich tropischen Pflanze geerntet. Und das mitten in Niedersachsen.